ich sitze hier auf einer Treppe und ja, das ist nicht ganz ohne Grund. Ich habe heute hier ein kleines Shooting und zwar für ein Zentralschweizer Magazin, das nennt sich Insider. Da haben wir bis Ende Jahr noch 8 Ausgaben und in jeder Ausgabe wird man 2 Seiten von mir sehen mit Fitnessübungen. Also wir machen so in jeder Ausgabe Fit mit Anja Zeiler und jetzt sind wir gerade hier alles am Vorbereiten. Das hier ist der Damian. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsreporter, denn der schreibt immer total nette Texte. Das ist wirklich der Beste, der ist Gold wert. Und der macht jetzt hier alles ready. Er assistiert so ein bisschen dem Dave. Das ist der Dave Avolio, der das Ganze fotografieren wird. Hallo! Wir haben schon die letzte Session zusammen geshootet, der Dave und ich. Und ja, funktioniert total cool und ja, läuft. Wir haben Schnürchen. Und ja, deswegen werden wir hier jetzt alle diese Sessions durchshooten und dann habt ihr von mir Luzerne dann immer was zu sehen. Mann, bleib schnell! Das ist das Problem! Das ist das Problem! Ganz so! Gut! Was haben wir da? Gut! Wo bin ich denn hier gelandet? Also es regnet, wir sind hier irgendwo in der Pampa und ich möchte euch halt jemanden vorstellen, denn wir sind nicht ganz ohne Grund hier, es ist wieder mal Zeit für ein Cheat Meal. Ich habe die ganze Woche clean gegessen und jetzt heute werde ich belohnt mit Fondue, mit einem geilen Schweizer Essen. Und ja, Fondue, das geht für mich nicht ohne eine Person, nämlich mit der Person, die mich hier hingebracht hat, wo ich heute bin. Das ist Pascal Heimlicher. Viele von euch bestimmt schon von ihm gehört, ist ja klar. Und ich will mal sagen, der beste Fotograf in der ganzen Schweiz natürlich. Und er zieht jetzt demnächst nach Los Angeles. Und ja, ich zeige ihn euch gleich mal. Er ist hier noch kurz am Telefonieren. Das ist der Pascal. Ja, ja. Okay, ja. Also wir sprechen... Hallo. Hallo zusammen. Ja. I call you back, okay? Also das ist der Pascal. Und Pascal, sag mal, wie haben wir zwei Idioten uns eigentlich kennengelernt? Wir zwei Idioten, wie haben wir uns kennengelernt? Ja, das ist doch eine gute Frage. Ich glaube, bei einem Essen wie immer. Ja, einem Essen wie immer. Genau. Also das Problem ist, bei Anja geht das Essen hierhin. Genau, hierhin. Und bei mir... Also man sieht auch, der Pascal hat die ganze Woche clean gegessen. Das ist ihm natürlich auch sehr wichtig. Auch das ist ein Bizeps, ein Bellyzeps. Noch mal kurz
Pascal und ich, wir haben, das FHM. Wir haben zusammen für das FHM geshootet und seit da sind wir das Dream Team Number One. Fotografieren immer zusammen oder essen gerne mal zusammen. Das Kleine, das Kleine. Ab und zu was ganz Kleines. Oder so. Also das wird schon. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal rein, denn es regnet und es ist kalt und dann bestellen wir schon mal was Schönes und dann, geht's los mit Essen. Also, wir haben soeben unsere Bestellung abgegeben. Wir sind hier in der Kasalp, also Schweizer Name, Käsen, wie sagt man den Käse? Käsalm. Und wir haben ein Fondue bestellt, also ein Fondue genannt. Und dann hat sie gesagt, achso, du möchtest sie eins zum Teilen. Und dann haben wir gesagt, nee, wir brauchen natürlich nicht nur eins, wir brauchen drei. Also, wir haben uns jetzt für zwei Personen drei Fondues bestellt. Weil das ist schon das Mindeste, was wir benötigen, dass wir auch hier satt werden von, ja. So, und gegenüber von mir der Pascal, der Mr. Heimlicher, mein Lieblingsfotograf, Nummer 1 in der Schweiz. Und lieber Pascal, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Schau einfach mal das ganze Programm, was du so machst und ja. Ja, mein Name ist Pascal Andrew Heimlicher, also das ist wirklich mein Name, Andrew. Und ich benutze nach immer mehr, weil Pascal Heimlicher kann vielleicht gerade noch jemand aus Deutschland oder aus der Schweiz aussprechen, aber es ist doch ein bisschen schwierig im Ausland. Habe ich mir gemerkt und dann sind so komische Namen gekommen und ich habe gedacht, nee, bitte sag mir einfach Andrew, ist viel einfacher. Ich fotografiere seit ca. 10 Jahren in der Schweiz, hauptsächlich im Bereich People-Fotografie. Habe dann irgendwann mal Anja kennengelernt und ab dann habe ich nur noch Anja-Fotografie gemacht. So ist das etwa, genau. Und ich beliefere internationale Magazine, mache Workshops, teilweise auch Produktefotografie. Und ab November zieht es mich zum ersten Mal nach Amerika. Ich probiere da Fuß zu fassen. Ich sage nie, ich wandere aus, sondern ich gehe jetzt einfach mal ein paar Jahre hin, schaue mir das Ganze an, wie das so wird. Und dann werde ich mal hinsetzen und schauen, was mir das Ganze geschäftsmäßig gebracht hat. Aber ich komme natürlich immer wieder in die Schweiz, weil ich liebe die Schweiz über alles. Und das Fondue hier. Das Fondue, genau. Das Erste, was ich machen werde in Amerika, sofort schauen, wo ist eine Fondue-Stube da drüben. Ohne Käse geht da gar nichts, das wäre ein Riesenkäse. Und was willst du noch wissen, liebe Anja? Ich möchte noch mal deine Tattoos sehen. Guck, zeig mal den Leuten hier deine Hand. Genau. Also das ist das total geil. Das hat alles eine Bedeutung. Das bin eigentlich ich, mein Name mit 4 Buchstaben. Das ist so ein bisschen, hey, wie alle wissen, in diesem Beruf, in jedem Beruf, es gibt Ups und Downs. Und da soll mich jemand daran erinnern, hey, gib nicht auf, kämpf weiter, los geht's, aufwärts, komm, gib alles. Dann habe ich noch weitere Tattoos. Soll ich mich jetzt hier ausziehen? Also wir haben hier noch etwas ganz, ganz, ganz Geheimes. Batman. Also ihr seht, liebe Leute, ein total kranker Hund. Und ich mag ihn fast ganz total, wir haben es immer total lustig. Und ja, beim Fotografieren, beim Arbeiten, sowie auch beim Essen sind wir einfach ein Dream Team. So, wir haben hier, wie gesagt, 3 Fondues. Eines mit Trüffel, ein normales und eines mit Pepperoncini, klar. Nun, sag uns mal, wie es schmeckt. Gut im Aufgang. So. Eine Kopfnote. Also wirklich geil. Also normalerweise bestellt man jetzt so eins zu zweit. Also ich würde sagen, wir essen jetzt eigentlich zu zweit für 6 Personen, so wie wir das eigentlich immer machen.